Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Mein Kleiner brannte so, als hätte es gewusst. Die Luft war flirrend heiß, doch nicht nur die allein, denn ich zog mir grad ein Video mit Schweinereien rein. Da sah ich sie mit ihren großen Ohren, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu, mir zu sagen: Komm, setz dich zu mir. Wir spielten 17 und 4 bis 1.30 Uhr. Und über Liebe sprachen wir nicht viel. Sie wollte alles einmal ausprobieren und fraß mein Spind leer. Was für eine Nummer. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schulter trug sie nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin mit meinem Freund, der mittlerweile nicht mehr hing. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen, nur weil er krumm ist, tust du nicht, was du fühlst. Doch bleib bei mir, bis dein Kleiner rot wird, dann wirst du sehen. Sie wollte mit mir hinunter an den Strand. Ich konnte nicht laufen, es hat ja so gebrannt. Oh Mann, ich konnte ja nicht mal aufstehen. Was für eine Nummer. Was für eine Nummer. Das war die Nummer meines Lebens. Das war die Nummer, die allererste war. Oh Mann, ich konnte ja nicht mal aufstehen. Das war die Nummer.